So, ich weiß jetzt gar nicht, ob man mich schon sieht, aber wenn das noch nicht der Fall ist, ist das jetzt, glaube ich, der Fall. Wunderbar. Es geht wieder los. Es ist der 11.05.19 Uhr und wir sind hier bei der Friedrich-Naumann-Stiftung und der Rudolf-von-Bennigsen-Stiftung der Niedersächsischen Landesstiftung und wollen sprechen über die Inflation zum dritten Mal schon, deswegen haben wir das genannt, Update-Inflation, was ge tun gegen explodierende Preise und drohende Rezession. Und bevor wir inhaltlich wirklich einsteigen und ich Ihnen natürlich auch vorstelle, wer hier heute mit dabei ist, warten wir immer noch so einen kurzen Moment, bis bei Zoom alle eingetrudelt sind. Bei YouTube geht das ja immer mit einem Fingerschnips, sind alle da. Bei Zoom dauert das immer so einen Moment, bis alle drin sind. Und ich nutze diesen kurzen Moment, um darauf hinzuweisen, natürlich wird uns auch heute in der Veranstaltung beschäftigen, aber auch davon ganz ab, jenseits der ökonomischen Fragen beschäftigt uns alle weiterhin der Krieg in der Ukraine. Und es ist so, dass Sie, wenn Sie mögen, auf blog.freiheit.digital oder einfach unter freiheit.org ganz viel Hintergrundinformationen finden, die bei der Naumann-Stiftung zusammengetragen werden auf einem Blog. Ich kann den mal ganz kurz einblenden, damit Sie das sehen. Da werden Sie vor allem Hintergrundinformationen auch von Seiten unserer Büroleiter in den betroffenen, naheliegenden Staaten finden. Und das ist auf jeden Fall ein über die Medien hinaus, die Sie sonst konsumieren, ein guter Punkt, wo man mal hinschauen kann. Ende des Werbeblocks. Und jetzt sage ich erstmal einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Ich begrüße Dorothea Siems, Michael Hüter und Karl-Heinz Paquet. Vielen, vielen Dank, dass Sie es möglich gemacht haben. Und ich beginne dann auch direkt mit der Vorstellung. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir wahrscheinlich heute hier in dieser Runde eigentlich niemanden von Ihnen intensiv vorstellen müssten. Wir machen es natürlich aber trotzdem gerne. Dr. Dorothea Siems ist die Chefökonomin der Welt und man muss sagen, sie hat, glaube ich, den Politik- und Wirtschaftsbetrieb und die Ökonomie aus einer journalistischen Perspektive wirklich von allen Seiten über die Jahre kennengelernt. Chefökonomin der Welt, hat das ganze wirtschaftspolitische Thema abgedeckt, auch aus Berlin heraus Politik immer sehr, sehr intensiv beobachtet und ist definitiv, ja, eine der Stimmen, die auch in Momenten, wo das vielleicht gar nicht so opportun erschien, immer vor der Inflation gewarnt haben. Da werden wir nachher auch noch drauf schauen. Und liebe Frau Siems, es ist klasse, dass Sie heute da sind und wir sind sehr gespannt auf Ihre Perspektive, auf die aktuelle Situation, vor allem eben auch aus der Sicht der nicht nur promovierten Volkswirtin, sondern natürlich auch der Journalistin, die auf die öffentliche Meinung schaut und sich vielleicht auch oder sicherlich damit beschäftigt, was denn die Wirkung dieser Diskussion ist, die wir gerade haben. Guten Abend. Dann begrüße ich ebenso Michael Hüter, auch wahrscheinlich allen bekannt, nicht nur aus zahlreichen Talkshows und an vielen Stellen, auch mit vielen Meinungs- und Analysebeiträgen immer dabei, der Direktor des IW in Köln, des Instituts der deutschen Wirtschaft. Lieber Herr Hüter, es ist ja auch tatsächlich aus Ihrer Position heraus immer ein großes Thema, Knappheiten, Inflation, Preise. Wenn Sie sich damit nicht beschäftigen würden, da hätten Sie wahrscheinlich gar nicht so viel anderes mehr zu tun. Auch da eine Stimme, die auf das Thema immer wieder hingewiesen hat und wo wir sehr, sehr gespannt sind, eben auch von Ihnen zu hören aus der Perspektive der Wirtschaft, der wirtschaftsnahen Ökonomik, wenn man so will, die besonders auf die Dringlichkeiten dorthin schaut. Wie Sie das Thema sehen. Ich freue mich auch sehr, dass Sie es geschafft haben. Vielen Dank. Ja, schönen guten Abend. Und last but not least, Karl-Heinz Paquet, der dritte promovierte Volkswirt hier in der Runde. Ich kann da leider nicht mithelfen. Ich hoffe aber wenigstens einigermaßen ordentliche Fragen zu stellen. Er ist natürlich hier bei der Naumann-Stiftung gleich doppelt bekannt, nicht nur als Professor auch im volkswirtschaftlichen Bereich und als ehemaliger Landesfinanzminister, sondern natürlich auch als Vorstandsvorsitzender der Stiftung. Und lieber Herr Paquet, wir sprechen nicht das erste Mal über dieses Thema gemeinsam, sondern ich habe nochmal geguckt, ziemlich genau vor einem halben Jahr das erste Mal hier gemeinsam darüber gesprochen. Damals noch unter etwas größerer Unsicherheit, wo wir uns hinbewegen. Da werde ich auch nachher noch einen kleinen Einspieler machen.
Aber jetzt sind wir, glaube ich, da weiter und ich bin sehr gespannt, auch Ihre Perspektive da zu hören heute Abend. Herzlichen Dank, Herr Wieser. Ich freue mich auch, dabei zu sein. Ich glaube, es ist wahrscheinlich allen bewusst, wir haben heute keinen dezidierten Sozialisten hier eingeladen, außer es überrascht mich jemand von Ihnen dreien nachher noch. Aber ich glaube, das ist auch nicht das ganz überraschend, erstens bei einer liberalen Stiftung. Und ich glaube, dass es schon wichtig ist, aus einer liberalen im weiteren Sinne Perspektive das Thema auch wirklich intensiv zu diskutieren, weil wir vielleicht, ich bin gespannt, ob Sie das auch so sehen, an so einem Punkt angekommen sind, auch in der Geschichte, wo vielleicht auch das, was wir aus der Vergangenheit kennen, nicht mehr eins zu eins anzuwenden ist oder greift. Ich bin gespannt, das ist eine Hypothese, die ich mal so in den Raum stelle. Insofern glaube ich, haben wir Debatte genug und die wird natürlich auch noch weiterhin angereichert und die Ersten haben auch den Knopf schon gefunden durch Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie haben nämlich die Möglichkeit, hier unten über die F&A-Funktion teilzunehmen an dieser Debatte, indem Sie uns Ihre Fragen und Ihre Anmerkungen schicken. Sie können das da reintippen und das kommt dann bei mir hier auf meinem zweiten Bildschirm raus und ich werde versuchen, so viel wie möglich davon hineinzunehmen. Richard hat das schon gefunden, hat schon die ersten zwei Fragen gestellt und ich verspreche, Richard, wir gehen da später drauf ein. Jetzt ist es aber erstmal so, vielleicht, dass wir einmal sprechen müssen, erstmal über den Status quo, dass wir uns da einig sind. Also, ich habe mal geguckt, wir haben in Deutschland aktuell eine Inflationsrate von, ich glaube, es sind 7,4%. Heute kamen außerdem die US-Daten raus, 8,3%, mit 8,1 hatte man gerechnet. Es war also ein bisschen höher als erwartet oder erhofft. Und in der Eurozone, aber auch in Europa insgesamt, haben wir Teuerungsraten. Ich glaube, Tschechien ist bei 14,2%, Griechenland 10,2%, Niederlande 9,6%. Die Eurozone bei 7,5 und am besten steht, stand jetzt wohl Dänemark da mit 6,7, aber das ist natürlich jetzt irgendwie auch kein Ruhmesblatt. Was ist die aktuelle Situation? Wo stehen wir mit dieser Inflation und der wirtschaftlichen Entwicklung? Über welche Begriffe müssen wir heute Abend sprechen? Frau Siems, mit Ihnen würde ich beginnen. Also die Befürchtung ist, dass es noch nicht bei uns zumindest noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist, dass wir zumindest über einige Monate ähnlich hohe Raten sehen werden. Die können mal ganz bisschen nach unten gehen und dann aber auch wieder höher. Das hängt sehr stark von der Energiepreisentwicklung ab, weil die zieht alles andere dann im zweiten Weg dann auch mit nach oben. Wir sehen auch diese ganzen Effekte jetzt schon bei den Großhandelspreisen, die so hohe Anstiege haben wie teilweise seit 40 Jahren und mehr nicht. Und das heißt, das ist noch nicht in den Preisen, die die Konsumenten zurzeit spüren, obwohl die eben auch schon deutlich nach oben gegangen sind. Und was man sagen muss, es ist ja eine völlige Unsicherheit auch über den weiteren Fortgang des Krieges, den Russland in der Ukraine angezettelt hat. Denn da ist noch vieles möglich, auch ein Stopp der Lieferungen durch Russland. Auch das ist eine Gefahr, die im Raum steht und die dann eben, weil das zu Knappheiten dann führt, die Preise natürlich nochmal extrem steigen lassen könnten. Aber selbst ohne das ist eben schon sehr viel Dampf im Kessel, der noch nicht voll zu sehen ist. Deswegen ist da tatsächlich Gefahr in Verzug. Mhm. Gefahr in Verzug ist ja nicht die Inflation alleine, sondern eben auch das, was damit einhergehen könnte oder daraus folgt. Herr Hüter, es sind Begriffe, die man zwar kennt, aber die vielleicht auch nicht jeder unterscheiden kann. Wir haben das Thema Inflation, wir haben Rezession, wir haben Stagflation. Können Sie uns vielleicht helfen, einmal dieses Dickicht für alle nicht promovierten Ökonomen zu lichten? Ja, ich will es aber noch etwas verkomplizieren, indem ich noch einen Begriff dazu setze, nämlich den der Teuerung. Warum mache ich das? Weil wir von der Genese der Preissteigerungen auf der Konsumentenebene ja erkennen, dass das keine überschäumende Nachfrage im inländischen Bereich oder im Währungsraum ist, die zu diesem Überbeanspruchen des Produktionspotenzials, also der Produktionsmöglichkeiten geführt hat und deswegen das Preisniveau ansteigt. Sondern wir haben einen exogenen Schock. Wir haben die Energiepreise, Frau Siems hat es erwähnt.
in ganz erheblichem Maße das Führen und den Druck auf die privaten Haushalte letztlich und aber auch alle Akteure in der Volkswirtschaft auslösen. Das ist aber ein Preis, der auf den Weltmärkten gemacht wird, der sich der Kontrolle und der Steuerung unserer Notenbank entzieht. Und wenn wir kostenseitige Effekte haben, reden wir zunächst einmal von Teuerung. Ob das dann zur Inflation wird, das ist genau die entscheidende Frage, mit welchem Risiko wir da konfrontiert sind. Und der Vergleich mit den USA macht das vielleicht ganz gut deutlich. Wir haben die 8,5%, ich nehme jetzt mal den April, weil wir da den Vergleich haben. In den USA war damals 1% höher als die 7,4 bei uns. Aber die Kerninflationsrate in den USA war im April schon bei 6% und bei uns in der Eurozone ist sie bei 3. Das heißt also, wir sehen, die amerikanische Entwicklung ist sehr viel näher an einer auch nachfragegetriebenen, einer, die in der Volkswirtschaft auch monetär unterlegt ist. Und in der Eurozone haben wir noch sehr viel stärker diesen Vorlauf von den Erzeugerpreisen, von den Importpreisen, Erzeugerpreisen. Und die Frage, wie das durchwirkt, ist genau die entscheidende Frage. Langfristig, und das deuten Sie mit dem Begriff der Stagflation an, dass Stagflation ist ja kein kurzfristiges Phänomen. Kam in den 70er Jahren zuerst mal auf, was man sich gar nicht vorstellen konnte, dass schwaches Wachstum mit höherer, persistenter Inflation verbunden ist. Da hatte man nur die Vorstellung, starkes Wachstum führt zu einer Überforderung der Produktionsmöglichkeiten und erhöht das Preisniveau. Damals gab es auch einen exogenen Schock, nämlich der Ölpreis, der Anstieg nach dem Oktoberkrieg 73. Und das führte dazu, dass man auf einmal Preissteigerungsraten hat, die nicht so ganz unähnlich waren unserer heutigen, auch der gleiche Prozess. Und aus durchaus anderen Gründen, da hat auch der Ölpreis mit zu tun gehabt, aber Überforderungen, Strukturwandel, wurde das Wachstum schwach. Und wenn Sie schwaches Wachstum haben und eine persistent höhere Inflation, als sie der Notenbank angemessen erscheint, das kann dann bei uns schon bedeuten 3-3,5% über eine längere Zeit, kombiniert mit einem Wachstumspfad, der nur noch bei 0,5% liegt, dann sind wir in einer solchen Situation der Stagflation und aus der rauszukommen, ist dann halt nicht so ganz einfach. Aber es ist ein Phänomen, dass wir dann für mehrere Jahre auch zu identifizieren haben. Und das kann man auch ohnehin und konnte man schon ohne die jetzige Kriegsfolgensituation beschreiben, weil der CO2-Preis treibt, das Wachstum möglicherweise schwächer ist, weil die Alterung Lohnprämien nach oben führt, aber auch Produktivität kostet. So, das ist um die Verwirrung sozusagen etwas aufzulösen, am Anfang einmal einen Begriff noch dazu gesetzt. Alles klar. Sie haben mir jetzt allerdings meinen schönen Einspieler weggenommen, gewissermaßen, weil nämlich ich von Karl-Heinz Paquet noch was rausgesucht hatte aus dem Dezember, wo er genau das Thema Stagflation auch schon an die Wand gemalt hatte und diese Entwicklungen, diese möglichen Parallelen zu den 70ern. Lieber Herr Paquet, nun ist es aber so, wir sind ein halbes Jahr durch. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, wie damals die Debatte gelaufen ist. Da waren noch Veronika Grimm und Christian Dürr dabei. Wir waren am Ende so ein bisschen an dem Punkt, man wusste nicht genau, wie viel der Inflationsbewegung ist auch noch auf Einmaleffekte wegen Corona und der Umsatzsteuerreduzierung etc. zurückzunehmen oder zurückzuführen. Das heißt, es war so eine gewisse Unsicherheit und wir waren uns am Ende noch nicht sicher, dass diese Inflation, so wie wir sie jetzt sehen, zumindest passiert. Was waren denn dann seit Dezember eigentlich aus Ihrer Sicht die Treiber, die dafür gesorgt haben, dass wir heute da stehen, wo wir stehen? Ist das nur der Krieg? Ist das vor allem weniger sogar der Krieg oder vor allem das, was wir aus China erleben, diese Zero-Covid-Strategie? Ist es beides oder ist es noch was anderes? Ihre Formulierung nur der Krieg suggeriert, als wäre der Krieg ein kleiner Schock. Der Krieg ist natürlich ein ganz großer Angebotsschock und ich will zunächst mal mich der Diagnose von Michael Hüther sehr anschließen. Also wir erleben einen Teuerungsschub von der Angebotsseite her. Die relativ expansive Politik der Zentralbanken haben wir schon seit ganz langer Zeit. Und wir haben vor einigen Jahren eher über die Japanisierung Deutschlands geredet, also gewissermaßen nicht eine Stagflation in dem eben beschriebenen Sinne, sondern gewissermaßen ein Auslaufen des volkswirtschaftlichen Wachstums, wo gewissermaßen die Zentralbank in Europa, dann auch in Deutschland, gegen diese Entwicklung ankämpft, weil die Wachstumskräfte erlahmen, genauso wie wir das in Japan erlebt haben, gibt es ja eine lange volkswirtschaftliche Diskussion dazu.
Das hat sich schlagartig verändert, wirklich schlagartig. Noch schlagartiger als dies der Yom Kippur-Krieg, Michael Hüther hat es erwähnt, in den 70er Jahren war. Wenn man sich die Zahlen anguckt, ist man natürlich sehr beeindruckt. Also wir hatten Ende der letzten Dekade, da hatten wir praktisch keine Inflation. Und jetzt haben wir eine, die sich innerhalb von wenigen Monaten auf 3-7% hochschwingt. Also das ist tatsächlich dieser angebotspolitische Teuerungseffekt. Da herrscht eine riesige Unsicherheit, weil alle weil die Komposition des Schocks unglaublich unsicher ist. Und vor allem, und da kommen wir dann zur Frage der Stagflation und auch der inflationären Spirale, die drohen könnte. Es ist die Frage, ob aufgrund dieser starken Steigerung der Verbraucherpreise zum einen die Lohnpolitik sich nach oben anpasst, ein Lohndruck entsteht und zum Zweiten die Zentralbank dann vielleicht auch verzögert reagiert. Also heute hörten wir ja von Frau Lagarde, dass sich da auch etwas zu bewegen scheint, aber die EZB hat doch relativ lange gewartet. Also wir sind sozusagen, der Teuerungsschub ist da, keiner weiß, wie stark er ist. Wir kennen die langfristigen Strukturfaktoren, die eher dafür sorgen, dass sich eine Inflation von der Angebotsseite verschärfen könnte. Ich denke vor allem an die Situation am Arbeitsmarkt. Die Babyboomer gehen in den nächsten 15 Jahren ganz langfristig betrachtet. Das gesamtwirtschaftliche Angebot an Arbeitskräften wird immer knapper, vor allem an Fachkräften. Es wird deswegen ganz natürlich Lohnsteigerungen geben. Und wenn dann noch entsprechende inflationäre Erwartungen dazu kommen, dann kann man ganz schnell auf der schiefen Bahn einer Inflationsspirale landen, die dann mit den üblichen Instrumenten nur sehr schwer zu bekämpfen ist. Und wenn man sie dann bekämpft, dann kriegt man natürlich in der Tat für eine gewisse Zeit eine Stagflation. Da kann man die Geschichte der 70er Jahre wirklich nachlesen. Das ist außerordentlich lehrreich, wie zunächst falsch reagiert wurde und später die Prioritäten dann richtig gesetzt wurden mit einer entsprechenden Angebotspolitik. Letzter Punkt von mir zum Anfang. Wir haben ja heute auch den Finanzminister Christian Lindner gehört in einer Pressekonferenz zusammen mit Lars Feld, wo er im Grunde eine solche angebotspolitische Offensive, die das gesamtwirtschaftliche Angebot, Güter- und Leistungsangebot elastischer machen soll, angemahnt hat und versprochen hat, dass das auch in der Koalition zum Thema wird. Also das ist die außerordentlich komplexe Situation, die wir im Moment haben. Frau Siems, ich habe, wie gesagt, mal noch diesen älteren Artikel, ne, aus dem August von Ihnen rausgesucht. Und da schreiben Sie auch den Satz, Nullzinspolitik und Inflation aber vertragen sich nicht. Sie haben also letztendlich im August eigentlich schon appelliert oder gefordert, dass die EZB auch in Richtung Zinserhöhung etwas tut. Das ist jetzt eine Frage dahinter, muss dahinter oder... Wenn man sagt, man tut das, das ist jetzt eine Diskussion, die da ist. Muss man sich da einig sein in der Analyse? Also wenn ich jetzt höre, Angebotsinflation ist ja das eine, dann gibt es ja durchaus auch die Schule derjenigen, die sagen, und ich glaube, zu denen gehören Sie, dass eben auch das, was die EZB über die letzten oder insgesamt die Zentralbanken gemacht haben über die letzten Jahre, über das letzte Jahrzehnt eigentlich schon, mit in die Misere treibt. Wie einig muss man sich bei dieser Analyse eigentlich sein, um jetzt einig zu sein bei den Forderungen, wie man aus der Misere vielleicht rauskommt? Ja, also dass es sich um einen Angebotsschock handelt, das ist, glaube ich, unbestritten und unbestreitbar. Da ist allerdings, wenn man den Blick zurück in die 70er Jahre macht, die Zentralbanken haben damals ja nicht alle gleich reagiert. Also die Bundesbank gehörte tatsächlich zu den Falken komplett. Also die haben sehr früh, sehr hart reagiert.
Es gab eine Rezession, das ist richtig. Können Sie vielleicht sagen, was eine sehr frühe, harte Reaktion war? Ja, die Zinsen sind, glaube ich, angehoben, also über die Inflationsrate deutlich angehoben worden. Sie waren, also man hat, nachdem man kurze Zeit eben diese Negativrenditen hatten, also kurzzeitig eben, weil dieser Schock eben so gewaltig war, die Zinsen noch nicht so hoch waren wie die, und die Inflation sehr schnell anzog. Und dann hat die Bundesbank, ich glaube, auf 7-8% ist sie dann gegangen, Zinsen. Also ich meine, das ist für unsere heutigen Verhältnisse ja völlig, völlig utopisch. Aber eben, dass auch andere nachgezogen haben, aber sehr viel später. Und die hatten zweistellige Inflationsraten, die wir in Deutschland nie hatten. Also Länder wie Großbritannien, die sich Zeit gelassen hatten, auch die USA, haben damit eigentlich bezahlt, dass sie über sehr lange Zeit eben noch deutlich höhere Inflation hatten. Also der Umgang damit auch mit einem exogenen Schock und auch mit der Teuerung gegenzuhalten, zumal man ja die Vorgeschichte sehen muss, die Zentralbanken und eben auch die Europäische Zentralbank hat den Markt eben mit Geld geflutet. Wir hatten einen Preisanstieg nur eben in Werten wie Immobilien oder Aktien. Also das Geld hat sich andere Wege gesucht und ist nicht in die Preise gegangen, die eben Konsumenten spüren oder Vorprodukte. Aber das Geld ist vorhanden. Und jetzt ist es eben, auch weil es beispielsweise über Entlastungspakete, auch über Sparen, Zwangssparen in der Corona-Zeit, die Menschen Geld haben, was sie bereit sind auszugeben, treibt das natürlich auch von der Seite. Ich glaube, dass man in der Einschätzung inzwischen sich sehr angenähert hat. Das Entscheidende ist nicht nur die Frage, wie ist diese Inflation zu bewerten, wie weil sie eben von außen kam, einen exogenen Schock, sondern die ganz entscheidende Frage ist, bleibt sie für längere Zeit? Und es setzt sich immer mehr eigentlich der Eindruck fort, dass es eben nicht eine ganz kurzfristige Angelegenheit sein wird. Und selbst wenn der Krieg eben doch hoffentlich ja nicht so lange dauert, selbst dann gibt es sehr starke Tendenzen, eben, das waren ja eben von den beiden Professoren auch schon angesprochen, eben die Demografie mit Fachkräftemangel, das sehen wir eben. Also wir brauchen nicht mal die Gewerkschaften für diesen Zweitrundeneffekt, weil die Fachkräfte, der Anstieg der Preise auf dem Arbeitsmarkt sozusagen, ebenso wie die Rentenanhebung, die treiben alle schon. Also es ist schon da und dann kommt im Herbst noch eine massive Erhöhung des Mindestlohns, der schon jetzt seine Schatten vorauswirft, weil eben viele Branchen sagen, ja, wir können unseren Mitarbeitern natürlich nicht nur Mindestlohn zahlen, der auf 12 Euro steigt, wir müssen darüber gehen. Also selbst die Discounter zahlen ihren Leuten freiwillig mehr. Das heißt, der Treibeffekt wird überhaupt nicht zu verhindern sein. Und die Bundesbank geht inzwischen fürs Gesamtjahr jetzt von fast 7% Inflation aus. Also das tut wirklich weh. Eben gerade bei diesen Zinsen, die es gibt, aber selbst wenn die ein bisschen anziehen, es ist auch ein Glaubwürdigkeitsproblem, was die EZB hat. Man wird ihr nicht unbedingt glauben, dass sie hart genug vorgeht, weil sie ist nicht so besetzt. Und das macht es, glaube ich, schwieriger als in Staaten, weil denen nimmt man eher ab, dass sie richtig in die Bremse gehen, weil auch die Konjunktur eben auch schon eine ganze Weile gut läuft. Da kann man das eher verkraften. In Europa ist das immer gleich wieder die Furcht vor einer Rezession, ist eben sehr, sitzt sehr tief. Ich habe den Anfang Ihrer Ausführungen so verstanden, und ich schaue jetzt die beiden Herren an, dass es eigentlich gar nicht so sehr momentan darum geht, darüber zu sprechen, warum wir da sind, wo wir sind, weil diese exogenen Schocks eben doch maßgeblich sind, sondern dass es jetzt eigentlich um die Frage gehen muss, was kann man tun? Wenn Sie jetzt nicht widersprechen, würde ich sagen, dann sollten wir uns auch den Rest der Zeit genau mit dieser Frage beschäftigen und nicht irgendwie die schwarzen Peter verteilen. Ganz kurz, ich möchte nur einwerfen, dass ich schon der Meinung bin, dass das, was die Zentralbanken sowohl in den USA als auch bei uns, Japan ja noch viel länger, Großbritannien ebenso gemacht haben, natürlich dazu beiträgt. Auch die Inflation, also wo sie jetzt erstmal ins Laufen gekommen ist,
ihr auch nochmal Schub zu verleihen und es eben schwierig werden wird, sie wieder einzufangen. Also ganz nur die Energiepreise und der Corona-Effekt, glaube ich, ist das dann eben nicht gewesen. Herr Hüder, jetzt, Sie haben ja genau, Sie setzen kleinen, schon an, bitteschön. Kleinen Dissens, weil man jetzt aufpassen muss, dass man nicht angesichts der aktuellen Entwicklung, die ja in dieser Verschärfung, jetzt nicht um, es geht mir nicht um das mittelfristige Stagflationsszenario, das wir aus strukturellen Gründen ableiten können, aber dieser Ukraine-Angriffskrieg der Russen, der etwas auslöst, was wir ja nicht in den Prognosen drin hatten und auch die Notenbank nicht erwartet hat. Wir haben ein bisschen im letzten Jahr Vorschatteneffekte bei den Energiepreisen gesehen, aber ich bin durchaus der Meinung zu sagen, dass die Notenbanken keinen Grund auch schon im letzten Jahr nicht mehr hatte, bei Negativzinsen zu sein und auch die Aufkaufprogramme früher hätte reduzieren können. Aber grundsätzlich anderer Kurs wäre auch schwer zu vermitteln gewesen, denn man muss ja immer sehen, die Notenbank hat das in der Zeit getan, in der im Wesentlichen Entschuldungsanstrengungen sowohl bei den Unternehmen wie auch bei den Staaten unterwegs waren. Und insofern das nicht im Sinne einer wirklich expansiven Struktur. Das ändert sich jetzt. Und vielleicht noch einen Vergleich. In den 70er Jahren setzte das auf eine hohe Inflation, eine Inflationsgewöhnung schon an. Das heißt, die Notenbanken, gerade die Deutsche, aber auch die Schweizer Nationalbank, die beiden waren es, die sehr aggressiv waren, zu Recht auch, Teile das, was Frau Siebens sagt, haben reagieren müssen, weil wir schon aus den 60er Jahren relativ heftige vorlaufende Impulse hatten. Also zum Beispiel von 1970 bis 1974 sind die Lohnstückkosten in Deutschland jahresdurchschnittlich bei 8% angestiegen. 8%. Von 2011 bis 2021 sind die Lohnstückkosten in Deutschland um 1,9% angestiegen. Und das ist ja ein breiter Vorlaufindikator, der immer in der Inflation irgendwo landet. Das heißt, die Ausgangssituation, das ist auf der einen Seite eine andere gewesen. Auf der anderen Seite gilt das, was Frau Siem sagt, der demografische Wandel, der Fachkräftemangel sorgt für Lohnprämien. Und diese Lohnprämien, die jetzt sozusagen eingefordert werden, haben für sich dann eine gewisse Dynamik. Und deswegen ist die Notenbank, muss sie aus ihrem Dilemma rausfinden, indem sie klar adressiert, was sie nicht zulässt. Das ist aber auch eine kommunikative Aufgabe. Da meine ich, hat sie zu spät den Wechsel eingeleitet. Und es gehört noch etwas Zweites dazu. Karl-Heinz Baquet hat erwähnt, was Christian Lindner heute vorgestellt hat. Angebotspolitik heißt ja auch, dass eigentlich alle makroökonomischen Akteure wissen, was sie zu tun haben. Also die Lohnpolitik muss jetzt schon sehen, dass sie natürlich will, sie Kaufkraftsicherung für die Beschäftigten organisieren. Aber sie kann ja nicht eine exorbitant kurzfristig begründete Inflationsentwicklung umsetzen in tabellenwirksame Lohnanpassungen. Und Sachverständigenrat hat das immer genannt, man muss eine Art Konsens darüber haben, welche Rolle man hat. Die Geldpolitik, die für Preisniveaustabilität sorgt. Aber wenn man sie nicht überfordern will in den Preis, dass es nicht zu 7% und ähnlich kommt, was Frau Siebens erwähnt, dann muss halt auch die Lohnpolitik ihren Beitrag leisten, indem sie entsprechend mittelfristig sich orientiert und ihren Stabilisierungsauftrag wahrnimmt. Und es muss auch die Finanzpolitik, und das hat Christian Lindner heute auch geschrieben, indem sie nämlich angebotsorientiert ist, stärkt sie das Wachstum, stärkt sie das Potenzial für höhere Dynamik und damit auch die Anpassungsfähigkeit der Volkswirtschaft, das wiederum auch eine Entlastung für dieses Stagflationsszenario in der mittleren Frist. Also mir ist ganz wichtig, dass wir, wenn wir über Geldpolitik reden, ganz richtig, aber dass wir sie auch wieder in diesem Konzert sehen. Und warum? Letzter Hinweis. Wir gucken auf eine Dekade zurück. Ich sage mal Dekade, also meine die Jahre Finanzkrise bis kurz vor der Pandemie, wo wir fortlaufend die Erwerbsbeteiligung in Deutschland erhöht haben. Und wir haben in dieser Phase die Schuldenstandsquote von 80 auf 59,x, das heißt unter 60, wieder runterfahren können. Im Wesentlichen war das durch den Arbeitsmarkt getrieben. Und es gab trotz dieses permanenten Beschäftigungsaufbaus damals keine Phillips-Kurven-Phänomene. Das heißt, der Druck sinkende Arbeitslosigkeit zur Lohnstückkosten hat so nicht stattgefunden. Die Bundesbank konnte für diese Dekade, das kann man auch nachrechnen, eine Phillips-Kurve beschreiben, die flach ist. Das heißt also, dieser klassische Konflikt, geringe Arbeitslosigkeit, höhere Lohnstückkosten gab es nicht. Insofern gab es auch keinen Konflikt zwischen Lohn- und Geldpolitik. Das sieht jetzt anders aus und das muss man adressieren. Es geht also auch um die Verantwortung der drei. Herr Paquet, das ist jetzt natürlich aus einer ökonomischen Perspektive verständlich, aber ich bin vorhin tanken gewesen. Heute war sogar ein ganz guter Tag. Ich habe für 2 Euro getankt, den Liter. Aber Sie können sich sicher vorstellen, dass ich natürlich auch bei den Spritpreisen mir überlegt habe, irgendwie Ihnen mal eine E-Mail zu schreiben, ob Sie mich nicht ein bisschen besser bezahlen wollen. Und da sind wir natürlich genau in der Debatte, die Herr Hüter hier gerade beschrieben hat. Und das ist, glaube ich, oder das ist vielleicht was mich so bewegt, ist ja immer, was wahrscheinlich volkswirtschaftlich klug wäre, was Herr Hüter beschreibt, kollidiert natürlich
manchmal oder in diesem Fall, glaube ich, relativ hart auch mit der Realität vieler Menschen, die einfach nur die steigenden Preise sehen und sehen, dass sie sich weniger leisten können. Und eben auch sehen, und das ist natürlich die politische Komponente, die da reinkommt, dass das Ganze wohl auch eben mit diesem Krieg zu tun hat und mit politischen Entscheidungen. Also es ist vielleicht auch eine Unterscheidung zu den 70er Jahren, dass wir jetzt in der Situation sind, wir sprechen über ein Ölembargo, wir sprechen über Unabhängigkeit, hat jetzt Annalena Baerbock gerade gesagt, wir wollen langfristig vollständig unabhängig vom Gas aus Russland werden. Das sind natürlich alles Effekte, die politischer Natur sind und wo man dann als Privatperson vielleicht auch in Teilen der Gesellschaft geneigt ist zu sagen, wow, und ich soll das persönlich bezahlen. Das ist ja ein Sprengsatz dann, der noch dazu kommt. Ist das so oder überinterpretiere ich das? Nein, es ist eine in der Tat sehr schwierige Situation, aber ich sehe es ganz genauso wie Michael Hüter. Hier tragen die Gewerkschaften und das Collective Bargaining, also die Tarifverhandlungen, tragen schon eine ganz wesentliche Verantwortung, trotz der Tatsache, dass der generelle Trend am Arbeitsmarkt in die Richtung steigender Reallöhne mittel- und langfristig gehen wird, weil wir diese demografische Entwicklung haben. Das ist übrigens ein gewaltiger Unterschied zu den 70er Jahren, den man nicht vergessen darf. In den 70er Jahren kamen wir mit einer Erblast. Vorher waren die Löhne sehr stark gestiegen. Dann brach auch noch das Bretton Woods-System zusammen. Es kam ungeheuer viel zusammen. Aber die mittelfristige Perspektive war eine ganz andere. Denn damals stiegen die Babyboomer, ich gehöre ja selber dazu, stiegen erst in den Arbeitsmarkt ein mit ihrer relativ guten Qualifikation und in riesigen Zahlen. Also insofern war die Elastizität des langfristig, die Elastizität des gesamtwirtschaftlichen Angebots sogar eigentlich eher höher als heute. Und trotzdem ging es relativ schief und trotzdem hat man sich relativ spät erst auf eine konsequente Inflationsbekämpfung ins besonnen, zumindest weltweit, also mit dem 1979 mit Paul Volcker, der Zentralbankchef in den USA wurde und radikal das Steuerrumriss in Richtung Inflationsbekämpfung. Das wünschen wir uns alle nicht, denn das hatte sehr weitreichende Konsequenzen für die Weltwirtschaft. Heute haben wir den Vorteil, dass wir nicht mit einer Erblast kommen, also auch mit einer anderen Zinssituation gehen wir in das Ganze hinein. Aber wir haben den Nachteil, dass die natürliche Elastizität des gesamtwirtschaftlichen Angebots geringer ist. Und deswegen ist die Notwendigkeit einer Angebotspolitik, die wirklich dafür sorgt, dass die Wachstumsbedingungen in Deutschland sich verbessern und übrigens im Gleichschritt mit der Umstrukturierung unserer Wirtschaft in Richtung klimapolitischer Kompatibilität, dass das gelingt. Das ist die große, also ich würde fast sagen gewaltige politische Aufgabe, die diese Regierung und jede Nachfolgeregierung haben wird. Und die muss schnellstmöglich auch mit einer entsprechenden Entschlossenheit angepackt werden. Ich sage das mit einer gewissen Emphase, da wir langjährig in Deutschland die Tendenz hatten, sozusagen Wachstum zu verteufeln. Also so zu tun, als sei Wachstum einer Volkswirtschaft etwas Schlechtes, weil es ökologisch schädlich ist. Nein, wir brauchen natürlich das richtige Wachstum, aber wir brauchen Wachstum, sonst sind die Konflikte, die wir vorhin beschrieben haben, im Ansatz beschrieben haben, nicht zu lösen. Also schon eine sehr ernste gesamtwirtschaftliche Situation und Herausforderung, vor der wir stehen. Da möchte ich ganz kurz ergänzen, weil ich sehe das genauso. Es ist die dringende Notwendigkeit, dass wir besser werden müssen in dem Bereich. Ich glaube bloß die Hoffnung, dass die Arbeitnehmer im volkswirtschaftlichen Interesse sich zurückhalten, da wo sie Spielräume sehen, halte ich für unrealistisch. Wir müssen halt eben tatsächlich deswegen auch gerade, und da kann die Politik natürlich auch ansetzen, eben die Produktionsbedingungen verbessern. Das sind steuerliche Dinge, eben Forschung und Entwicklungsförderung gezielter. Also da kann man viel machen. Also es ist ja auch geplant, Digitalisierung ein großes Stichwort. Nur ich
habe ein ganz großes Problem. Ich würde sogar relativ optimistisch sein, wenn wir nur wieder wie in den 70er Jahren uns um Deutschland kümmern müssten. Wir haben hier einmal ein großes Reformprogramm durchgezogen mit der Agenda 2010. Das wäre sicher schwieriger, das nochmal zu schaffen, aber ich glaube, es ginge. Nur auf europäischer Ebene reden wir über ganz andere Probleme, die wir haben. Und es müssten ja alle Länder, die im Euroraum sind, entsprechend große Herausforderungen anzunehmen, bereit sein. Und die sind unpopulär. Also das hat man gesehen. Es ist sehr, sehr schwer. Es wird auch jetzt, was die Energiepreiserhöhung angeht, in vielen Ländern ziemlich populistisch. Ich sage nur Stichwort Italien mit einem sehr großen, großzügigen Tankrabatt und so weiter, der dann als Klimapolitik daherkommt. Also es ist in vielen Ländern, also jeder, wir sind ja da auch durchaus, haben ja unsere eigenen Sachen hier auch in Deutschland gemacht, die finde ich da nicht zu passen zu einem solchen Konzept, zu so einem Wachstumskonzept. Und das ist eben das Problem, dass wir innerhalb der Euro-Gruppe immer damit zu tun haben, dass es diese Härten den Bürgern zuzumuten, den Arbeitnehmern eben zu sagen, nicht so viel verlangen, die Sozialausgaben runter vielleicht sogar zu fahren, dass das eben innerhalb Europas keine Mehrheiten findet und damit natürlich dann auch diese Verschuldung, die ja eben in den ganzen letzten Jahren in vielen Ländern immer weiter nach oben gegangen ist, dass das eben genau diesen Treibstoff für die Inflation halt bietet und eben nicht gerade produktivitätssteigernd ist. Herr Paquet hat so ein Schmunzeln. Ich glaube, Sie haben noch irgendein Lieblingsbeispiel, was Sie anbringen möchten. Nein, nicht Lieblingsbeispiel, aber ich stimme überein mit, was Dorothea Sieben sagt, aber ich würde ihr zurufen, in den 70er Jahren, in der zweiten Hälfte der 70er Jahre war das übrigens nicht viel anders. Es gab damals die scharfe Forderung an Deutschland als Lokomotive, es hieß damals die Lokomotiventheorie, zu wirken. Also die anderen Länder wollten auch die Anpassungslast wieder auf den großen Bruder schieben. Und auch die Amerikaner haben damals ihre Forderungen gegenüber Deutschland gestellt. Es ist ein bisschen die politische Normalsituation. Aber ich würde hinzufügen, umso größer ist die Verantwortung in Deutschland in dieser Situation, weil wir eben ein Stück weit auch wirklich die Lokomotive Europas sind, von der Größe her, also nicht, weil wir so toll sind, sondern einfach, weil wir hoch integriert im Zentrum Europas liegen und natürlich für die gesamte Wachstumsentwicklung eine ganz maßgebliche Rolle spielen. Und da sind viele Dinge in den letzten Jahren, bin ich ganz bei Dorothea Siems, falsch gelaufen. Ich würde gerne eine Zweiteilung für die restliche Zeit vornehmen, und zwar, dass wir einmal jetzt noch kurz auf die EZB schauen und dann doch noch mal etwas tiefer in die politischen Handlungsmöglichkeiten einsteigen, weil ich habe so das dumpfe Gefühl, wenn ich auch so an die Debatte im Dezember zurückdenke, da haben wir schon auch über politische Perspektiven gesprochen, da war ja die Koalitionsbildung gerade abgeschlossen, da haben wir auch über den Koalitionsvertrag gesprochen, aber man hat schon noch so ein bisschen mehr auf die EZB geschaut, aber jetzt ist doch jetzt auch mir im Gespräch hier sehr deutlich geworden, dass wir wahrscheinlich auch eine große Aufgabe für die nationalen Politiken haben. Deswegen würde ich gerne einmal auch die Fragen jetzt mit reinnehmen. Zum Beispiel hat Richard gefragt, was hindert die EZB zu handeln, in Klammern Überschuldung der Südländer? Frau Siems, ich schaue Sie an, weil Sie das gerade auch schon angeschnitten haben. Ist es das, ist es tatsächlich alleine das, dass die EZB deutlich eher noch zurückzuckt als beispielsweise die Fed in Amerika? Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass in der EZB die Entschlossenheit nicht so groß ist wie bei der Fed. Ob die Fed, also USA noch ein bisschen anders gelagert, das war ja vorhin schon Thema, aber trotzdem glaube ich, man hat es ja gesehen, nach der Finanzkrise war ja diese Politik dann erstmal sehr angebracht gewesen, diese Politik des lockeren Geldes. Aber eben die Fed, die das damals auch gemacht hat, ist da wieder rausgekommen. Die EZB hat gesagt, es war nie der richtige Zeitpunkt. Man hat die Zinsen nicht wieder erhöht. Vor 10 Jahren hat Draghi seine berühmte Rede, whatever it takes, die damals eben die Stabilität oder den Zusammenhalt des Euro erhalten hat, aber eben zu dem Preis, dass eben das Mittel der EZB sich sehr abgenutzt hat. Und deswegen
glaube ich eben schon. Wir haben Verschuldungsraten, also in Italien sind sie heute da, wo sie bei der Griechenland-Krise damals für Griechenland gelegen haben, wo wir sagten also, oh Gott, wie soll denn sowas gut gehen? Aber die Italiener, die natürlich ein sehr großes Risiko für die Euroland wären, wenn die wieder in die Bredouille kämen, haben sich so in den letzten Jahren umfinanziert, dass eben ein Großteil der Schuldtitel des Staates langfristig gelten. Das heißt, selbst wenn kurzfristig die Zinsen steigen, können sie das eine ganze Weile verkraften. Früher haben die übrigens immer höhere Zinsen verkraftet. Mein Problem ist nur, dass ich die Zusammensetzung innerhalb der EZB ist eben stark doch lastig hin zu den Ländern, die gar nicht so ein Problem mit Inflation haben wie wir. Wir Deutschen sind da schon sehr ängstlich immer, wenn das Thema hochkommt. Italiener hatten das in der Vergangenheit und konnten damit umgehen, weil die Bedingungen im Land auch anders sind. Es sind einige wichtige Größen an die Inflation gekoppelt. Das heißt, da muss man gar nicht drauf warten, dass dass dann eben irgendwie die Gewerkschaften richtig kämpfen oder so. Da passiert auch viel automatisch. Und außerdem ist Wohneigentum sehr verbreitet. Auch das schützt. Ich bin eben skeptisch, dass Frau Lagarde eben nicht im Blick hat, dass das in Frankreich eben auch mit einer Schuldenquote von 100% der Wirtschaftsleistung eben auch schwerer wird, wenn die Zinsen steigen. Also das ist immer gesagt, das sind alles Europäer, das stimmt, aber die Schulen sind da sehr unterschiedlich und die Tauben sind in der Mehrheit. Sie haben das gerade schon selber gesagt, whatever it takes, der Draghi-Moment gewissermaßen. Dazu hat Anita auch eine Frage gestellt. Herr Hüther, sie fragt, was kann der whatever it takes-Moment der EZB in dieser Krise sein? Und sie fragt noch, welcher Spread zum US-Zins ist für die Fed tragbar, ohne dass der dann erstarkende Dollar den amerikanischen Export abwürgen würde. Das würde ich nochmal zur Seite machen. Also erstmal die Frage nach dem whatever it takes Moment. Nehmen wir jetzt mal an, wir kommen in diese Lohnpreisspirale doch rein und es braucht eben einen Moment. Kann die Fed, die EZB das überhaupt sein? Ist es aus Sicht der Wirtschaft, gibt es diesen whatever it takes Moment von Seiten der EZB oder müssen wir automatisch zur Politik schauen? Naja, die EZB kann ja nicht irgendwas ganz Kommodes anbieten, sondern, wo Sie das angedeutet, wenn wir hier einen Zinsschritt haben und es werden Zinsschritte kommen, da bin ich schon ganz sicher, dann heißt das ja nichts anderes, als dass sie ihrem Auftrag auch nachkommt und klare Signale sind und dass sie das vor allen Dingen auch nicht so einfach hinnimmt, was möglicherweise die Lohnpolitik ihr vor die Tür legt. Also das wäre erstmal die Brote. Insofern, ein whatever it takes gibt es so nicht. Aber ich will mal daran erinnern, dass wir vor 2 Jahren im März 2020 auch nochmal sehr schnell eine Handlungsfähigkeit der Europäischen Zentralbank gesehen hat und das dazu geführt hat, dass obwohl der Lockdown etwas ausgelöst hat, was wir überhaupt nicht überschauen konnten, weder inhaltlich noch in der Tiefe noch in der zeitlichen Dimension, die Kapitalmärkte aber sehr schnell dadurch stabilisiert worden sind. Und das hat auch sicherlich diesen Prozess abgefedert. Das darf man, glaube ich, dabei nicht vergessen. Was die EZB jetzt natürlich anders wahrnimmt oder auch mit anderen Fakten konfrontiert als vor 7 Jahren beispielsweise an dem Höchststand der Griechenland-Krise ist, die Banken haben ihre Bilanzen verändert, haben sie verkürzt, sie haben deutlichen Deleveraging betrieben, die Qualität ist besser, wir haben andere Institutionen, wir haben auch einen Resolution Fund, das heißt, wir können auch anders abwickeln und wir haben Next Generation EU. Ich bin schon der Meinung, dass eine Europäische Union mit einer vergemeinschafteten Geldpolitik sich auch überlegen muss, wo kann ich auf der Zentralebene Angebotspolitik betreiben? Denn es geht ja mit Next Generation EU nicht um Konjunktur, sondern es geht um Strukturfragen, es geht um Resilienz und Recovery. Das war ja die Überlegung aus der Pandemie heraus. Und wenn man sich anschaut, wie man es auch genutzt hat, wenn ich mir die Resilienz- und Recovery-Pläne der Südländer anschaue, dann sind die außerordentlich ambitioniert. Dann haben die erhebliche Reformanstrengungen in sich. Der schwächste, der vorgelegt wurde, war der von der damaligen deutschen Bundesregierung, musste deswegen nachgebessert werden. Also da liegt in der Tat ein Hebel, die Finanzpolitik heute mit einer anderen Rollenwahrnehmung auf der europäischen Ebene, nicht im Sinne einer Konjunkturstabilisierung, aber im Sinne einer Wachstumsstärkung zu sehen. Es geht letztlich um Infrastrukturthemen und das kann man stärken. Also insofern, ich sage, die EZB ist auch in einem etwas anderen Konzert unterwegs, als es vor 5 oder 7 Jahren war. Aber eins, und das ist der letzte Punkt, den ich hier andeuten will, es wird immer gesagt, ja, das ist jetzt teurer in der Tankstelle. Ja, das ist so. Es ist eine Einkommensverlagerung an andere Länder.
die nämlich diese Ressourcen zur Verfügung stellen. Der Preis dafür hat sich politisch verändert. Das war auch das Erlebnis der 70er Jahre. Die Terms of Trade ändern sich, die Austauschverhältnisse. Dann ist es auch mit einer Einbuße aller verbunden. Es ist ja, konzentriert sich ja nicht allein auf die Konsumenten. Die Unternehmen müssen ja auch ihre Energie entsprechend bezahlen. Sie haben Produktionen wie beispielsweise die Glasproduktion, die jetzt schon am Standort Deutschland sich auch angesichts der Energiekosten gar nicht mehr rechnet. Also insofern muss man immer schauen, die Sicherung der Kaufkraft der privaten Haushalte kann ja nur dann von den Unternehmen quasi neutral organisiert werden, wenn sie in dem Spiel gar nicht beteiligt sind. Aber die Unternehmen sind natürlich beteiligt. Und insofern ist es etwas, was die gesamte Volkswirtschaft, alle Akteure dieser Volkswirtschaft letztlich zu zahlen haben für diese Situation. Wir verlieren, wenn wir so wollen, einen Teil unseres, nicht jetzt dramatisch, aber wir haben sozusagen nicht die Zuwächse, die wir sonst haben. Und wir müssen Kaufkrafteinbußen hinnehmen aufgrund einer geopolitischen Situation, die das Geoökonomische dominiert. Und das ist, kann man nicht wegbuchen. Das muss man auch nochmal jedem sagen. Man ärgert sich an der Tankstelle, dann muss man damit umgehen, darauf reagieren. Ja, ich wollte ja Herrn Paquet nachher eigentlich fragen, aber ich weiß schon, dass Sie eigentlich was anderes meinen. Nein, Spaß beiseite. Dann gehen wir mal rüber von der EZB oder von den Zentralbanken eben auf die politische Ebene, was man eben tun kann. Ich habe erstmal noch eine Frage von Sabine. Wir haben ja jetzt schon einige Faktoren, die eben diese ganze Tendenz verstärken, immer wieder genannt, eben auch letztendlich die Demografie und Arbeitskräftemangel, all diese Dinge. Und Sabine fragt aber noch nach etwas, was bis jetzt nicht gefallen ist. Sie fragt nämlich, inwieweit tragen Spekulationen zum Beispiel an den Rohstoffbörsen jetzt zu Preissteigerungen bei? Auch mit dem vor dem Hintergrund, dass sie dann weiter fragt, und inwieweit gibt es da Möglichkeiten, gegebenenfalls regulierend schützend einzugreifen? Ich weiß, ich gucke Sie jetzt alle drei an, weil ich nicht weiß, wer das am besten beantworten kann. Frau Siems winkt oder. Man kann bei Spekulationen immer sagen, natürlich gibt es Spekulationen. Dazu sind ja auch Börsen da, das auszugleichen, aber die wirken immer in beide Richtungen. Also das heißt, das ist eigentlich kein Instrument, wo dauerhaft eine Richtung immer sich bereichert, sondern da werden Ausgleiche, also da, wo es eben günstig ist, ein bisschen günstiger, und eben dadurch, dass das alles globale Märkte sind, reicht es, wenn dann eben oft wenige Cent unterschiedlich ist, dass man da dann eben schon reingeht. Das ist nicht was, was dauerhaft zum Beispiel Hunger, wenn es jetzt um Lebensmittelpreise geht, verschärft, sondern im Gegenteil eigentlich sogar sorgt, dass die Märkte effizient sind. Was eben, also man kann das nur unterstreichen, was jetzt auch gerade eben Herr Hüther gesagt hat, diese Preise sind höher, weil sie am Markt durchsetzbar sind. Und dagegen, da kann man klagen, aber eigentlich ist man da machtlos. Und Politik, weil das war ja auch ein bisschen die Frage, was kann Politik machen, kann eigentlich nur gucken, diesen Verlust, diesen Wohlstandsverlust, der das sozusagen bedeutet, den so zu verteilen, dass das für keinen existenzielle Probleme gibt. Weil es ist natürlich ein Unterschied, wenn sich die Heizkosten verdoppeln, dann ist das für nicht wenige Haushalte wirklich dramatisch. Und da hat ja auch die Bundesregierung reagiert. Das ist auch von Ökonomen eigentlich von allen Seiten gesagt, das ist der richtige Weg. Heizkostenpauschalen für ärmere Haushalte erhöht und zwar oder gezahlt und dann so, sogar verdoppelt, weil die müssen den ausgleichen, die müssen den kurzfristig haben, unabhängig davon, wie lang das jetzt auf diesem hohen Niveau bleibt, muss man da sehr schnell reden, weil es reicht nicht zu warten, bis die nächste Hartz-IV-Erhöhung kommt. Oder es sind auch nicht nur Hartz-IV-Geldempfänger. Also es heißt, der Ausgleich, das ist eine politische Entscheidung, weil man eben gucken muss, dass solche Entwicklungen halt tatsächlich auch soziale Verwerfungen nach sich ziehen können und eben Populisten in die Hände spielen. Also man guckt nur die Frankreich-Wahl, wo ja die rechtsextreme Le Pen sehr, sehr auf dieses Thema gesetzt hat und eben mit Erfolg. Also das heißt, Politik ist da schon gefordert, für einen Ausgleich zu sorgen. Das war aber eben nur da und nicht das Geld, also nicht so zu suggerieren, was meines Erachtens auch in Deutschland noch zu viel passiert, dass man eben alle unter so einen Inflationsschutzschirm, wie das jetzt manchmal heißt, bringen kann. Weil das ist nicht bezahlbar und das ist auch nicht sinnvoll bei einem solchen Teuerung.
Aber eins kann die Politik schon tun, sie kann verlässlich dafür sorgen, dass die kalte Progression nicht ihre Wirkung entfaltet. Ich gucke Karl-Heinz Baquet an, der beide mit auf Herbert, du noch mehr, aber von Herbert Giersch. Und Herbert Giersch hat mir gesagt, wenn wir das machen, wenn wir die Einkommensteuer indexieren, dann nehmen wir den Staat aus seinem Interesse an der Inflation. Der ist natürlich durch die Progression in der Können Sie vielleicht den Begriff ganz kurz erklären, weil es vielleicht nicht jeder weiß? Das ist der Effekt, dass wir ja steigende Steuersätze haben in der Einkommensteuer, die dazu führen, dass eine Mark oder ein Euro gleich ein Euro ist. Und ob der nun jetzt nominal aufgebläht ist oder real wirklich angestiegen ist, sondern nur allein aus der Teuerung heraus, dass dann es zu einer Überforderung kommen kann, weil es sogar dann eine Überbesteuerung gibt oder möglicherweise bei extremen Varianten auch ins Realeinkommen. Und das führt dazu, dass das gesamte Steuersystem eine Elastizität hat, die größer als 1 ist. Das heißt, der Staat hat auf der Einnahmenseite eher eine Entlastung. Auf der Ausgabenseite läuft er mit der Inflationsrate. Und dann hat man genau das Problem. Und das war immer das Argument von Giersch, wir müssen den Staat aus seinem Interesse an der Inflation rausnehmen. Das war in den 70er Jahren natürlich noch ganz anders, bei den damals riesen hohen Lohnabschlüssen. Da sind wir ja weit von entfernt. Aber die Idee war, da hatte damit zu tun. Aber ich darf darauf hinweisen, dass wir möglicherweise am Freitag bereits, wenn die Steuerschätzung kommt, es sind ja schon erste Analysen in der Presse aufgetaucht, obwohl die Steuerschätzung noch nicht publiziert ist. Aber da werden wir sehen, wie die Inflation das Aufkommen, das Steueraufkommen nach oben treibt. Das ist die Elastizität, die Michael Hüther eben angesprochen hat. Und da muss man sich natürlich in der Tat die Frage stellen, ob nicht dringlicher Bedarf ist, sozusagen im Rahmen einer vernünftigen Angebotspolitik auch dafür zu sorgen, dass die Steuerzahler hier nicht geschröpft werden zulasten des Staates in einer Situation, wo sie das Geld dringend brauchen, um Herr Gieser an der Tankstelle ihre Rechnung zu bezahlen. Aber noch einen letzten Punkt in Ergänzung zu dem, was Dorothea Siemens sagte. Also Spekulationen sind immer Begleiterscheinungen von entsprechenden grundlegenden Veränderungen. Wo es wirklich gefährlich werden könnte, auch mit Blick auf die Kriegswirkung des Krieges in der Ukraine, des aggressiven Russland-Feldzugs in der Ukraine, das betrifft die weltweiten Lebensmittelmärkte, also die Ernährungsmärkte. Denn das kann für Länder, und die Ukraine ist ein ganz wesentlicher Produzent von Getreide in den Weltmärkten. Und wenn das zu Teuerungen führt und dann auch noch zu spekulativen Wellen und möglicherweise sogar zur Nichtverfügbarkeit von überhaupt, also zu welchem Preis auch immer, von Lebensmitteln in armen Ländern, dann kann das wirklich, hat das großen politischen Sprengstoff, ökonomischen Sprengstoff und auch politischen Sprengstoff, weil es auch die Bereitschaft dieser Länder, gegebenenfalls Sanktionen mitzutragen, natürlich deutlich abschwächt. Also da steckt noch ein Rattenschwanz von ganz schwerwiegenden globalen politischen Problemen dahinter, die sich aus einer solchen Situation ergeben könnten und die noch viel dramatischer sind als die Verteilungswirkungen in Deutschland. Mhm. Ich will noch auf einen weiteren Punkt nochmal eingehen. Anita schreibt nämlich in Richtung Frau Siemens, nicht nur die Bürger sind ängstlich wegen der Inflation, die Börse reagiert auch sehr sensibel in der Erwartung der FED-EZB-Reaktion auf die Inflation. Auch das hat Auswirkungen und vernichtet Vermögen. Da steckt natürlich eben der Blick auf die Psychologie der Märkte, aber am Schluss sind ja auch die Märkte Menschen dahinter. Wie groß ist denn die psychologische Rolle an der aktuellen Entwicklung? Kann man das beziffern und ist da auch eine Aufgabe für jeden Einzelnen von uns mit verbunden? Naja, also dass Zinsanstiege an den Aktien nicht für Freude sorgen, das ist unter Ökonomen sozusagen eine Selbstverständlichkeit. Da ist immer nur die Frage,
war vielleicht dieser ganze lange und auch stattliche Boom an den Aktien auch vielleicht Teil Übertreibung. Man kann, es gibt eigentlich keinen Messstab, sonst wäre es so einfach, sonst würde jeder an die Börse gehen und würde reich. Also das heißt, man weiß immer nicht genau, wo man dann steht und wie man günstig einsteigt. Nur was man sagen kann, ist, in den letzten Jahren eben wegen Nullzinspolitik oder ob das der Markt war. Jedenfalls haben Anleihen ja überhaupt gar keine Attraktivität mehr gehabt. Und die wiederum hängen ja vom Zinsen ab. Also das heißt, es ist auch immer so ein bisschen, sind das kommunizierende Röhren. Wenn bestimmte Anlagen, die profitieren davon, von sehr niedrigen Zinsen, zum Beispiel auch die Immobilienpreise, da tut sich bislang noch nichts. Aber auch da ist durchaus möglich, dass ein zu starker Anstieg der Zinsen auch dafür Unruhe sorgt. Auch das muss man ja im Blick haben, weil das trifft ja dann auch wieder viele, die nicht kurzfristig vielleicht reagieren können. Aber erstmal muss man schon sagen, dass die Aufgabe der EZB natürlich die Preisstabilität zuallererst ist. Und dann noch als kann sie eben gucken, dass sie halt auch noch die Konjunktur im Blick hat. Aber sie muss nicht die Aktienkurse im Blick haben. Und die Meinung auch, dass Aktienmärkte, also das ist ja oft, wenn in den vergangenen Jahren die EZB ihre sehr lockere Geldpolitik eben gemacht hat und die Aktienmärkte haben das gefeiert, dann kann man auch mal sagen, ja, das sind eben, die profitierten dann kurzfristig davon. Deswegen muss es aber nicht richtig gewesen sein. Also Aktienmärkte sind kein Barometer, um Geldpolitik zu messen, sondern die folgen natürlich eben genau dem eigenen Interesse und man geht dann bei steigenden Zinsen von sinkenden Aktienkursen aus. Wenn das in Maßen passiert, dann heißt es auch nicht, dass die dauerhaft sinken müssen, sondern dann es geht ja auf längere Sicht immer um den Wert des Unternehmens und das setzt sich dann auch durch. Ich würde noch einen Blick einmal ganz kurz über den großen Teich noch mal werfen wollen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also die Inflation ist in Amerika früher da gewesen, die Reaktionen waren früher da und auch sonst ist es ja so, dass Amerika und der amerikanische Markt und die amerikanische Politik manchmal so ein bisschen auch ein Frühindikator sind für das, was wir dann danach erleben, tun, sehen. Ist das diesmal auch so? Ist das, können wir, also es gibt auch heute Deutungen beispielsweise, dass man da so eine leichte Deckelbildung sieht bei den Inflationsraten. Es geht nicht mehr so stark hoch, sondern es wird ein bisschen flacher. Habe ich auch Kommentare gesehen. Können wir uns irgendwas abschauen? Gibt es irgendwas, was wir gerade von Amerika lernen können? Oder auch im Gegenteil, irgendwas, was uns noch droht, was dort schon eingetreten ist? Wer auch immer sich berufen fühlt, Herr Hüther. Ja, ich glaube, man muss einfach auch daran erinnern, wir haben auch dort eine andere Mischung von Geld, Lohn und Finanzpolitik, als wir sie bei uns haben. Wir haben seitdem Joe Biden im Amt ist eine massive Fiskalexpansion, motiviert durch die Pandemieerfahrung und den Wunsch, da rauszukommen, schneller. Und wenn man sich das anschaut, ist das auch bei den gesamtwirtschaftlichen Zahlen so. Also das ist sicherlich, ich habe eingangs darauf hingewiesen, dass die Kerninflationsrate in den USA auch bei 6% schon liegt. Also die ohne Energie und unbehandelte Nahrungsmittel liegt bei uns bei knapp 3. Also wir können immer noch sagen, bei uns ist die Hälfte der Steigerungsrate ist energiegeprägt und deswegen die Kerninflationsrate prägt also halb so groß und etwas niedriger als die Gesamtinflationsrate. Aber insofern sind die USA in der Tat in einer etwas anderen Situation, auch was den Arbeitsmarkt angeht, was die Interaktion zwischen Geld- und Finanzpolitik angeht. Und sie sind natürlich deutlich vorangegangen. Die Fed hat schon vor längerer Zeit gesagt, sie wird im Laufe dieses Jahres den Korridor Richtung 3% anpeilen. Sie ist jetzt bei 1%, hat den größten Schritt gemacht. Sie hätte vermutlich in der letzten Woche einen etwas größeren Schritt gemacht, wenn nicht die Konjunkturindikatoren, die letzten Zahlen etwas schwächer gewesen waren, die aber vor allen Dingen geprägt waren von im vierten Quartal 2021 hohen Lagerinvestitionen. Die sind jetzt weggefallen. Das konjunkturell ist es eigentlich durchaus robust. Und wenn man es mal perspektivisch nimmt, deswegen glaube ich auch nicht, dass wir so ganz viel von den USA da ableiten können. Dieser Krieg wird vor allen Dingen Europa belasten. Das sehen wir von der ganzen Veränderung der Energiesituation. Wir sind auf LNG-Gas jetzt angewiesen. Das heißt, das ist doppelt so teuer wie etwa dieses russische Gas. Es ist ja auch im Grunde ineffizienter. Ne? Wir müssen es zweimal umwandeln. Dann wird es auch noch transportiert, bis es bei uns ist. Aber das wird in den USA passieren. Es wird dort in höherem Maße produziert. Das ändert aber nichts an der geringeren
Preislage dort, das heißt die Energieverfügbarkeit, die so entscheidend ist auch in solchen Transformationen, wird die amerikanische Volkswirtschaft enorm begünstigen. Auf der anderen Seite stellen wir fest, Amerika hat auch mit China einen Liefervertrag über LNG-Gas gemacht. Das heißt, die Gewichte der Kontinente verschieben sich, aber auf Ihre Frage, ob wir von den USA so viel ableiten können, wäre ich eher zurückhaltend, denn das Rezessionsrisiko durch den Krieg in der Ukraine, der ist in Europa deutlich höher als in anderen Bereichen der Welt. Mhm. Also mal jetzt von China abgesehen, China macht das alles selbst mit dieser missratenen Covid-Politik, Null-Covid-Politik, die ja offensichtlich auch das Wachstumsparadigma, das wäre mal ein ganz anderes Thema für eine andere Runde, auch in Zweifel zieht. Aber Vergleich Europa oder Eurozone und USA, der trägt im Augenblick nicht so richtig weit. Wenn Sie beiden, Frau Siemens, Herr Paketa, nicht widersprechen würden, dann würde ich in die Schlussrunde gehen wollen. Und zwar ist es ja so, wir erleben gerade, also Frau Siemens hat gerade gesagt, es muss, die Aufgabe der Politik ist es eben auch, diejenigen, die besonders hart getroffen sind, zu entlasten. Das ist ein Ausgabeposten, der ja auch gerade angegangen wird. Wir haben diese Zusatzausgaben im Bereich Militär, Bundeswehr. Wir haben die Zusatzausgaben, die im Koalitionsvertrag festgeschrieben sind, was den Klimawandel angeht. Das ist ja schon auch eine ganze Menge Themen, die jetzt plötzlich parallel zu bewältigen sind in der derzeitigen Situation, noch zu dem, was wir eben auch ansonsten auf den Weltmärkten erleben. Ich würde Ihnen jetzt jeweils zum Schluss die Chance geben oder Sie darum bitten, je nachdem, wie Sie sehen wollen, mir Ihre Einschätzung dessen zu geben, was jetzt die wichtigsten Prioritätensetzungen sein sollten der Politik. Und ich würde diesmal beginnen wollen mit Herrn Hüther. Was sehen Sie, auf was sollte die Politik aus Ihrer Sicht jetzt am meisten fokussieren? Ja, es gibt sich für mich aus dem angedeuteten Zusammenspiel aller makroökonomischen Akteure. Und die Finanzpolitik muss zum einen den Investitionskern stärken. Und dafür muss sie mit den Infrastrukturinvestitionen, aber auch mit Deregulierung, mit klugen Rahmenbedingungen das Investieren der privaten Akteure vor allen Dingen stärken, damit es an diesem Standort attraktiv bleibt. Und sie muss, auch darüber gesprochen, Geld verfügbar haben für die Abfederung der unteren Einkommen. Und ich wäre auch für einen Einstieg, das hätten wir besser natürlich vor 3-4 Jahren gemacht, in eine völlig automatisierte Indexierung des Einkommensteuertarifs und die kalte Progression rauszulassen. Aber alles andere, wir haben keinen Raum für Steuererhöhungen angesichts der Rezessionsrisiken. Insofern muss man das in jedem Fall vermeiden. Frau Siemens, Sie dürfen natürlich gerne sagen, das sehen Sie auch so und noch einen weiteren Punkt ergänzen. Ja, ich würde, tatsächlich, das Wort, das wäre im Prinzip selbst ohne diesen furchtbaren Krieg nötig, mit all den Folgen, die Prioritätensetzung. Ich hatte da auch gehofft eigentlich, dass die Ampelregierung da ein bisschen wenigstens was dran ändert. Dass wir mehr in die Bundeswehr investieren müssen, ist unabdingbar. Ich meine, wir sind nicht verteidigungsfähig, nicht mehr für uns selber. Das ist ein Armutszeugnis. Aber wir müssen uns ehrlich machen, was den Sozialstaat angeht. Ich meine, ein Großteil, der überwiegende Teil der staatlichen Ausgaben geht in Soziales und eben zu oft eben nicht für die, die es unbedingt brauchen und zur Absicherung, sondern eben viele Wohltaten, die wir uns geleistet haben. Und die müssen alle mal auf den Prüfstand, weil es gibt Dinge, an denen kommen wir nicht vorbei. Und das heißt eben auch Investitionen in Zukunft. Wir müssen eben gucken, dass wir im Bildungssystem besser werden. Das ist nicht unbedingt Geld, sondern eben besser werden. Das kann man auch mit Strukturen. Aber es ist Geld einzusparen und vor allen Dingen auch diese Dynamik bei den Sozialausgaben, die nach wie vor da ist. Ein Drittel aller Ausgaben oder der gesamten Wirtschaftskraft, das geht nicht mehr. Wir müssen wirklich das machen, was notwendig ist und uns manches, woran wir uns gewöhnt haben, irgendwie, dass das nice to have, dass das vielleicht eben dann auch mal gestrichen wird. Solche Sachen gab es früher, da hat man sich mal in den Anfang der Nullerjahren, da gab es mal solche, so eine Kraft, da müssen wir wieder hinkommen. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit, dass die Bürger das auch verstehen. Herr Paquet, Sie haben das Schlusswort. Ja, geben wir uns vielleicht auch noch was mit auf den Weg, was uns Mut macht, außer dass gerade draußen die Sonne scheint. Ja, ich stimme mit den Positionierungen von Michael Hüther und Dorothea Siemens weitgehend überein. Ich würde vielleicht noch zusätzlich nochmals, was ich schon vorhin gemacht habe, die Wachstumspolitik in den Vordergrund rücken. Also wir müssen praktisch
alles in den nächsten Jahren auf die Priorität wirtschaftlichen Wachstums konzentrieren. Das heißt, wir müssen in den Engpassbereichen die entsprechenden Investitionen vornehmen oder unterstützen. Das heißt, eine Steuerpolitik, die privates Kapital mobilisiert, Investitionen in die Digitalisierung, natürlich auch in die Digitalisierung unseres Bildungssystems, weniger Bürokratie, schnellere Genehmigungsverfahren, Einwanderungsgesetz, das die demografische Klammer ein Stück auflöst. Und in der Energiepolitik müssen wir aufpassen, dass wir nicht in irgendwelche dirigistischen Konzepte verfallen, sondern diese neuen Fragen, großen Fragen, globalen Fragen marktwirtschaftlich angehen. Da bin ich natürlich als Liberaler so pessimistisch nicht, was die Ampelkoalition angeht, ist auch eine spezielle Rolle. Wir sind ja hier im Kreis der liberalen Familie mit der Friedrich-Naumann-Stiftung. Ist aus meiner Sicht auch eine besondere Rolle des liberalen Koalitionspartners, dort auch mit einer gewissen Härte und einer gewissen Konsequenz darauf zu dringen. Also es haben durch den Krieg natürlich, haben sich die Prioritäten der politischen Diskussion ein bisschen verändert. Übrigens vollkommen zu Recht, was die Bundeswehr angeht. Wir haben rumgeschludert 20 Jahre und die nötigen Investitionen bei der Bundeswehr total verpasst. Deswegen ist das Sondervermögen auch richtig. Aber damit ist noch kein einziges gesellschaftliches, weiteres und wirtschaftliches Problem gelöst. Also deswegen diese Prioritätensetzung in Richtung Wachstumspolitik, die will ich sehen in der Zukunft. Und noch ein allerletzter Satz. Ich glaube auch, die Finanzlage ist immer schwierig. Ich war ja selber mal Finanzminister in einer schwierigen Zeit. Weiß, wovon ich rede, Landesfinanzminister aber nur. Aber so schlecht wird die Steuerentwicklung nicht sein des Aufkommens am kommenden Freitag. Wir werden in zwei Tagen präziseres wissen. Und da gibt es auch durchaus die Möglichkeit, die investiven Notwendigkeiten eines starken Staates zu kombinieren mit entsprechenden Entlastungen. Die Einnahmen, das Steueraufkommen wird 2026 nach den Prognosen, was ich gelesen habe, die Billionengrenze überschreiten. Und das bei einem Bruttoinlandsprodukt von gut 4 Billionen zu diesem Zeitpunkt. Das ist eine Steuerquote von 25%. Das ist zu hoch. Also hier müssen wir ganz wesentlich. Ja, ich bedanke mich im Namen der Friedrich-Naumann-Stiftung, also jetzt nicht in meiner Rolle als Diskussionsteilnehmer, sondern als Vorsitzender der Stiftung, bedanke ich mich für die tolle Diskussion. Mir hat das riesig Spaß gemacht und die schöne Diskussionsleitung Christoph Giesler. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Und also wenn ich jetzt das, was ich für mich heute Abend mitnehme, ist eigentlich, dass alle Protagonisten sich auf das besinnen sollten, was ihre Aufgabe ist und was sie können. Die EZB sollte die Preiswertstabilität im Blick haben. Die Politik sollte Wachstumsmöglichkeiten unter Berücksichtigung sozialer Härten im Blick haben. Und ich habe, das ist ganz interessant, wir haben heute Abend nicht einmal darüber gesprochen, dass wir den Gürtel enger schnallen sollten. Das ist ja so ein Begriff, der häufig dann fällt, weil wir dann doch eben eher über das Wachstum gesprochen haben. Und ich glaube, das ist am Schluss auch eine Aufgabe für jeden von uns. Also nicht einfach nur zu sagen, wir schnallen den Gürtel enger, sondern dass wir eben auch die Kreativität, die in uns steckt, das Unternehmertum, das in uns steckt, ja, jetzt auch wieder zur Geltung bringen, unseren kleinen Teil dazu beitragen, dass dieses Land eben und die Europäische Union einen Schritt nach vorne geht. Ich glaube, manches ist eben auch manchmal so ein bisschen Mindset. Also vielleicht als Anekdote zum Schluss. Ich komme gerade aus Portugal zurück und hatte dort mit einem Inder zu tun, hochqualifiziert. Kein ITler hat da Wert drauf gelegt. Aber der hat mir erzählt, er ist jetzt in Amsterdam gelandet nach einem Zwischenstopp in Amerika und vorher Großbritannien. Da habe ich ihn gefragt, ob nicht Deutschland eine Option wäre. Hat er gesagt, ja, er würde eigentlich sehr gerne nach Deutschland kommen. Aber es ist tatsächlich in Deutschland immer noch schwer,
vielleicht, Herr Hüter, auch was, was Sie mal weitergeben können, Unternehmen zu finden, wo es ganz selbstverständlich ist, dass man auf Englisch arbeitet. Es ist besser geworden, aber er sagt, es ist schwieriger und Amsterdam war es einfacher. Also ich glaube, da haben wir auch noch jeder von uns an seiner Stelle eine Aufgabe. Und ja, ich bedanke mich und weise noch ganz kurz darauf hin, dass es heute definitiv eine Inflation gibt, nämlich eine Inflation von Veranstaltungen mit mir. In 20 Minuten spreche ich mit Bartholomäus Grill, auch hier bei der Naumann Stiftung, gucken Sie gerne rein, über sein Buch Afrika war der Korrespondent von Zeit und Spiegel in Afrika, hat ein ganz tolles Buch gerade darüber geschrieben zum Abschluss seiner Karriere. Darüber spreche ich um 20.30 Uhr mit ihm, finden Sie auf freiheit.org. Immer sowieso ein Blick wert und auf YouTube. Das soll es gewesen sein. Liebe Frau Siems, lieber Herr Hüter, lieber Herr Paquet, vielen, vielen Dank. Ich bin auch wieder ein Stückchen klüger geworden und ich hoffe, Sie an irgendeiner Stelle in irgendeiner Form mal wieder zu treffen, gerne auch persönlich. Einen wunderschönen Abend noch. Herzlichen Dank auch an das Publikum.